Moin, ich bin Ove von T&T Tesla und heute muss ich über 1000 Kilometer fahren an einem Tag. Ich muss nach Erkelenz in Ruhrpott. Dort ist eine Übergabe eines Fahrzeuges, welches ich vermittelt habe aus Luxemburg. Und wir treffen uns dort bei dem Käufer. Und ist das überhaupt möglich? 1000 Kilometer mit einem Elektroauto? Ihr seid dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch vorher geplant auf Google Maps, wenn ich jetzt mit einem normalen Auto gefahren bin, mit einem Verbrenner. Es kostet mich hier mit dem Elektroauto auf der 500 Kilometer Strecke eine Stunde länger, weil ich eben eine Stunde laden muss. Ja, habe ich da Bock drauf? Ist das gut? Ich muss sagen, ich werde jetzt bald 50 und mittlerweile genieße ich das jetzt hier auszusteigen aus dem Auto, darüber zu gehen zu dem Shop. Denn wir haben hier so eine super geile Mettstulle. Da ist schön Zwiebelmett drauf und Zwiebeln, die ist immer ziemlich frisch gemacht. Und das ist mein Frühstück. Das heißt, ich gehe jetzt hier ein bisschen rum oder sitze im Auto oder sitze da vorne in der Lounge und esse Frühstück und nutze die Zeit. Ja. Eine Stunde, okay, das ist schon was. Das wären dann 2 Stunden auf 1000 Kilometern. Kann ich mit leben. So, ich bin satt, ich habe auch keine Lust mehr zu warten. Ich bin jetzt 35 Minuten hier und habe ordentlich geladen, insgesamt 51 Kilowattstunden reingefüllt. Wir haben jetzt 69% Stand, ich soll noch 5 Minuten laden, würde dann mit 3% in Moers ankommen. Ich weiß allerdings, dass wenn ich jetzt gleich abstöpsel und losfahre, dass aus den 3 auf einmal irgendwie wahrscheinlich 7 oder 8 werden und das reicht mir vollkommen aus. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Also ich stöpsel jetzt erstmal ab. Ja, und genau so war es. Jetzt stehen da 6%. Das ist immer so. Das ist irgendwie so wahrscheinlich so ein Sicherheitsbuffer oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn 3% da steht, abklemmen, losfahren, auf einmal habt ihr 6 im Ziel. Vollkommen ausreichend und ihr wisst ja, ich will hier nicht ewig lange rumstehen in den Supercharger, dann habe ich keine Lust zu. Deswegen geht es jetzt weiter, 201 Kilometer, 2 Stunden Fahrt. Ich weiß, es sind ein paar Baustellen zwischen hier rüber, wo es nach Holland geht, aber reicht vollkommen. Das BMS, das rechnet so genau beim Tesla, das ist wirklich faszinierend. Bis gleich. Das ist das Schöne am Autopiloten, man kann hier ganz entspannt fahren. Er zeigt mir an, ich soll nur 125 fahren, damit ich ankomme. Die Erfahrung jetzt nach 2,5 Jahren Tesla fahren zeigt mir, ich kann auch 135 fahren im Autopiloten und komme trotzdem an. Denn manchmal kommst du halt in stockenden Verkehr, wenn ich jetzt rund um den Duisburg, ich sage ja immer Ruhrpott dazu, ich weiß, das ist vielleicht falsch, aber weiß ich, dass ich in stockenden Verkehr komme und dann geht natürlich der Verbrauch runter und dementsprechend kann ich ruhig ein bisschen schneller fahren und komme trotzdem wahrscheinlich mit 5% an. Das ist meine Erfahrung. Ja, sofern man die 5% Mindestreichweite laut Navigation erreicht, wird einem auch wieder angezeigt, dass man nur 125 oder 130 fahren soll auf der Entfernung. Nun sind wir schon wieder bei 6% und die wackelt wieder ein bisschen und die Reglementierung ist raus. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Rückenwind scheint mir, weil ich fahre hier mit 136 und habe nur 200 Wattstunden Verbrauch. Das ist natürlich super. Wir kommen auf jeden Fall an, da machen wir überhaupt keine Sorgen und das Navigationssystem wird einen immer wieder warnen, wenn man etwas zu schnell unterwegs ist oder der Stromverbrauch zu hoch ist. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es ist immer noch viel Reserve da drin. Hinterm Bildschirm, im Batteriemanagementsystem sind meistens noch 2-3%, die dem realen Wert entsprechen. Und dann haben wir im Akku unten nach 0% immer noch 4 Kilowattstunden
Brick Sicherheit, damit auch wirklich nichts passiert. Was ich sehr oft nutze, ist der Energiemodus. Da geht man hier unten auf das Kreuz, dann auf Energie. Und dann sieht man hier die Reichweite von 156 Kilometern. Das schaffen wir jetzt noch bei jetziger Fahrweise. Wir haben aber nur 127 vor uns. Und das ist ein gutes Beispiel, um dann noch genauer zu rechnen, gerade für den eCannonball 2019. Für die, so wie ich es immer mache, wirklich am Limit fahren, um schnell vorwärts zu kommen, um hohe Reichweiten zu erreichen in hoher Geschwindigkeit weite Reichweiten zu erhalten. Dann arbeite ich hier mit diesem Verbrauchsenergiebildschirm. Man kann dann auch noch mal sehen, wie es aussehen wird. Wir werden also mit 6% ankommen. Und hier 137, hier 126. Wir fahren gerade schnell. Wir fahren gerade 137. Und der Verbrauch geht natürlich dann etwas höher. Aber wie gesagt, der Verkehr zwingt dann oft dazu, dass wir mit der Geschwindigkeit runtergehen müssen und dann sparen wir wieder Strom. Mann, da fährt man bei Sonnenschein los oder bei strahlend blauem Himmel am Morgen und wo landet man? Im Ruhrpott ist Regen. Wir sind jetzt kurz vor Dorsten, das ist alles schon Ruhrpott für uns. Ja, egal. Aber Tipp für euch, wenn es regnet, wenn ihr also so eine kleine Welle vor euch herschiebt, vor den Reifen, erhöht sich der Widerstand und damit auch leicht der Verbrauch. Da muss man mit rechnen, bei Regen, dass der Verbrauch sich leicht erhöht, bei Schnee noch ein bisschen mehr. Aber meistens reduziert man ja auch die Geschwindigkeit, um sicher zu fahren und dann egalisiert sich das wieder. Wir haben jetzt noch 66 Kilometer bis zum Ziel in Moers und dann schauen wir mal, mit wie viel Prozent wir tatsächlich ankommen. Im Moment sagt er noch mit 6%. Ja, wir sind angekommen in Moers mit 6%, fast genau wie vorausgesagt. Anfangs, wisst ihr noch, 5% wurde uns gesagt. Und bei Moers muss ich immer an Moers denken, weil Moers ist das plattdeutsche Wort für Hintern oder für Arsch. Und ich muss immer, wenn ich Moers höre, ich hau die Wand oben Moers, du Junge. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal angekommen in Moers, laden hier ein paar Minuten und dann erzähle ich euch noch ein bisschen, wo es heute noch hingeht. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Natürlich lade ich jetzt. Deswegen bin ich ja hierher gekommen. Ist immer wieder lustig, diese Meldung. So, wir sind jetzt schon nach ein paar Sekunden bei 1% mehr. Wir laden hier im unteren Bereich beim 90D erstmal mit 53 bis 54 und ab ca. 11% geht er wieder hoch. Und ja, ihr seht schon, es geht los. Ja, ich will ja nach Erkelenz heute und habe jetzt erstmal einen Anruf. Ja, hier in Moers kriege ich 107 kW raus bei 21%. Das ist natürlich ein super Wert, den kenne ich auch so. Und der lag es wohl am Supercharger, nicht an meinem Auto, was ich vermutet habe. Ja, ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert. Die ist 80 und die ruft ab und zu mal an und ich rufe sie an. Und die will natürlich wissen, was ihr Sohn macht. Und gerade was Arnie macht, das ist ihr natürlich sehr am Herzen. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich Bescheid, dass meine Arnie bis vor kurzem noch einen Gehirntumor hatte. Aber jetzt ist er weg. Okay, 1000 Kilometer ist heute das Ziel unseres Videos. Und ich nehme euch mit zu allen Ladestationen und allen Stops. Und wir haben mittlerweile, ich gehe mal auf Trips, wieder 202 Kilometer gefahren. Zuzüglich zu dem von vorhin. Also wir sind jetzt über 450 Kilometer gefahren ungefähr. Und es ist 10.15 Uhr, bin ich hier angekommen. Das heißt 4 Stunden. Ja, das ist okay, das ist ein guter Schnitt. Ja, insgesamt sind es 505 Kilometer, genau so war es. Jetzt haben wir nur noch 67 vor uns. Da habe ich mich vorhin eben gerade ein bisschen versprochen. Das waren also mehr, blende ich hier nochmal ein. Die erste Etappe nach Lohne. Genau, hier ist nochmal der Eintrag von Google Maps, wenn ich jetzt mit dem Verbrenner fahren würde, 4 Stunden 47 Minuten und wir sind wahrscheinlich am Ende nur eine Stunde länger unterwegs und das ist okay, weil jetzt muss ich nämlich hier in Moers mal in das Hotel gehen da, es regnet hier leider, ja schade und bin dann gleich wieder da. Ich bin jetzt 25 Minuten hier und habe jetzt 70%. Ich fahre jetzt gleich weiter. Ich bin eine halbe Stunde zu früh an meinem Ort, wo ich heute den Termin habe.
Eigentlich wäre ich sogar eine Stunde zu früh, aber besser zu früh als zu spät. Hier könnt ihr das sehen. Wir haben jetzt 52 Kilowattstunden geladen. Wir laden immer noch mit 65, haben jetzt 71%. Und ja, jetzt fahre ich weiter, weil ich ja vor Ort auch noch laden kann. Und das reicht dann auch. Und ich hätte eigentlich eine Stunde länger schlafen können, denke ich. Angekommen in Erkelenz und das ist der Markus. Markus 7H. Markus 7H. Du kriegst heute einen Tesla von Christian. Der ist noch auf dem Weg hierher. Der lebt gerade in Erken, in Erftstadt. Du bist der Verkäufer von dem Auto. Und zum Auto gehen wir jetzt hin. Und du hast bestimmt schon dick Puls, oder? Soll ich mal gucken? Puls ist 300. Ach du Scheiße, ja. Dann gehen wir mal gucken. Komm. Wo ist er? Wo ist er? Da! Oh, geil. Ja. Das Auto ist heute das Auto, worum es geht. Auch ein 90D. Oh, das sieht wirklich gut aus mit den grauen Arachnid. Die sahen so silber aus auf dem Boden. Ja, hat er umlackiert, ne? Ich habe Lack gekauft gestern. Ja, ja. Der steht in der Garage. Guck mal, was sie hier gerade besammeln im Hintergrund. Er hat Lack gekauft, weil er sie sowieso grau machen wollte. Ist schon alles fertig. Hab ich mich drum gekümmert. Schreibe ich alles noch auf die Rechnung, macht ja keine Sorgen. Aber ist das eine schöne Farbe? Die ist klasse. NL. Frisch gewaschen, trotzdem dreckig. Guck mal, genau wie meiner, nur dass ich hier dieses Schwarze habe. Oh nein, er hat ein Schiebedach, stimmt. Das habe ich nicht. Markus, wie ist der erste Eindruck? Ich bin begeistert. Am meisten über die Felgen. Den Rest kenne ich ja schon. Klasse. Echt klasse. Das ist übrigens hier für euch da draußen, das ist nichts gestellt. Ne? Du siehst ihn tatsächlich jetzt zum ersten Mal. Ja. Wir sind nicht vorher rausgegangen und gar nichts, das ist die Wahrheit. So ist es. Echt gut aus. Und wir wollen ihn gleich natürlich mit auf die Bühne nehmen, wir wollen den Akku auslesen, wir wollen alles machen, damit du weißt, was du bekommst. Genau. Ja? Ich bin gespannt. Gut, dann gucken wir uns das Auto jetzt mal in Ruhe an. Und ihr seid mal jetzt nicht dabei, ihr habt ihn ja schon gesehen, ihr wisst ja eh schon wieder alles. Da ist er. Da sind die Verkäufer, Käufer. Ein Glück, der Käufer hat eine Bühne organisiert. Und jetzt können wir uns das schöne Ding auch mal von unten angucken. Und die typischen Mängel suchen, kennt ihr ja alle aus meinen anderen Videos. Das gucke ich mir jetzt mal ganz genau an. So, Prüfung bestanden. Das Fahrzeug hat die begehrte Doc Tesla Approved Plakette bekommen. Und zwar haben wir ganz, ganz wenig Mängel. Das Auto ist sehr gepflegt. Hinten die beiden Türgriffe, die reagieren nicht auf Druckbetätigung. Alte Krankheit fällt den meisten nicht auf, weil es kaum jemand benutzt, weil man die Fernbedienung benutzt. Dann vorne die Zugstrebe der Vorderachse. Die linke hat leicht eingerissene Buchse, wirklich ganz leicht. Der TÜV würde dazu nichts sagen, aber ich gucke ja nur für meinen Kunden. Dann gibt es ein Querlenker-Update hinten. Das kann man nochmal anfragen bei Tesla. Und ein etwas gröberer Mangel für mich, der Lufa 3, die Umluftklappe lässt sich nicht öffnen und schließen. Deswegen wird das Fahrzeug immer beschlagen. Also da muss man bei. Akkuwerte sind super, 423 Kilometer Reichweite, 3777 Kilowattstunden DC und 10.871 AC. Usable in diesem Fahrzeug an Akkukapazität sind 75,4. Und insofern ist das Auto mit eins der am wenigsten mängelbehafteten, die ich überhaupt je geprüft habe. Da wird der Käufer, das bist du. Ich freue mich ganz besonders. Ja, viel Spaß haben und du hast ein gutes Gewissen, dass du ein gutes Auto verkaufst. So ist es. Ne? Das Auto ist rundum nicht lackiert, nur einmal die Fronthaube, da ist der Lack doppelt so dick. Wegen was war das, Steinschlag? Nein, das war eine Lacknase direkt vom Werk aus. Ja. Ja, und das habe ich bemängelt am Anfang und dann wurde sofort gleich am Anfang lackiert. Wie damals bei meinem 75D, da war genau das gleiche. War auch eine Lacknase, habe ich neu lackieren lassen. Ja, ich kann das Auto empfehlen. Das Ding kannst du wirklich kaufen, das ist auch kein Problem. Die paar Mängel, da mache ich dir einen Zettel, den legst du bei Tesla vor und das werden sie dann bestimmt auch machen. Super. Dann gebt euch die Hand. Perfekte Arbeit. Alles klar. Danke dir. Okay, und jetzt fahren wir wieder zurück, weil wir haben ja auch noch einen Roadtrip vor uns. Bis später. Ja, Mensch, 3,5 Stunden haben wir hier gebraucht mit Untersuchungen, allen und Verträge und Geldziehen und was weiß ich. Immer wieder spannend, muss ich wirklich sagen. Immer wieder spannend. Ja, es ist 15.13 Uhr. Ich fahre jetzt wieder nach Hause, nach Lübeck. Es sind wieder knapp 500 Kilometer. Zeige ich euch gleich nochmal. Und ich habe hier laden können bei dem lieben Markus mit seiner 11 kW Leitung 84%.
Das ist doch schon mal super. Das spart Zeit. Damit kann ich schon mal, ich denke, den Supercharger in Moers überspringen und direkt nach Lohne durchfahren. Schauen wir mal. Nochmal für alle Rechner unter euch. Also ich soll 5,5 Stunden brauchen für 507 Kilometer inklusive einer Stunde Laden. Wir haben vorhin gelernt, 507 Kilometer ist 4 Stunden und 47 mit einer normalen, mit einem normalen Auto. Also wirklich nur ja, 3/4 Stunde. Also so schlimm ist es nicht. Und wie gesagt, ich muss sowieso anhalten zum Pinkeln oder sonst irgendwas. Alles gut. Und man hält halt dann, wenn man laden muss. Umgekehrt, man lädt, wenn man halten muss. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg. Soll also nochmal für alle 265 Kilometer mit 80% fahren. Das heißt, wir sind ja eben los, kommen mit 5 an, sind mit 85 los, also 80% Entfernung sind 265 Kilometer. Ja, das liegt halt daran, weil das BMS hier wahrscheinlich ungefähr mit 130 km/h rechnet, was ja noch ordentlich langsam ist. Ah, das kennen wir doch. Ja, wir wissen, dass wir laden sollen. 7%, wir sind mit 7% in Lohne angekommen. Ich kann es euch nochmal hier zeigen. 6 sind es tatsächlich nur. Und jetzt wollen wir mal laden. Wir sind gefahren jetzt von dem letzten Laden aus der Garage von Markus. Kann man hier auf Trips gehen und dann sieht man seit dem letzten Laden 265 Kilometer, 219 Wattstunden verbraucht. Ich fahre immer 7 km/h über dem, was erlaubt ist, weil das kann man machen, das ist fair und da kann man auch keinen Ärger kriegen, wenn man geblitzt wird. So ist meine Erfahrung. Ja, jetzt lade ich hier. Soll eine Stunde laden, bis ich nach Hause komme. Aber wie gesagt, ich werde wohl noch ein Rade laden. Und hier stecke ich ihn erstmal an, hier, den Vogel. So, es geht weiter. 18.13 Uhr. 50 Kilowattstunden geladen. Wir haben 69%. 5 Minuten bis zur Weiterfahrt. Nee, wir fahren jetzt weiter. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Auf dem Rückweg sind noch 2-3 Supercharger. Also egal, was ich mache, ich komme immer an. Ja, das mache ich jetzt und ich lasse euch wissen, wie es weitergeht. Das nächste Ziel ist Supercharger in Prag. Da sollen wir mit 2% ankommen. Vielleicht halte ich aber auch tatsächlich nochmal, wie ich gesagt habe, ein Rade an. In 200 Metern rechts abbiegen auf Rudolf-Diesel-Straße. Rudolf-Diesel-Straße, böses Wort. Naja, auf jeden Fall Prag, 5% sollen wir ankommen. 200 Kilometer, 1 Stunde 50 Minuten, 20.02 Uhr sollen wir da sein. Schauen wir mal. Also, auf geht's. So, wollen wir ein bisschen Spaß machen. Jetzt habe ich mal einfach den Supercharger rausgenommen und guck mal, ob ich nach Hause komme. Und schon sagt er mir, nachdem er mir 2 Minuten angezeigt hat, dass ich laden muss, um überhaupt anzukommen, sagt er mir jetzt 110 km/h, um bei mir in Lübeck anzukommen. Und da gucke ich doch mal, was er noch im Laufe der Zeit so alles angeben wird. Wo wir laden müssen oder ob wir überhaupt ankommen. Ich werde auf jeden Fall noch laden müssen, weil ich ja zu Hause nicht laden kann. Keine Ladestation zu Hause. Sowas ist zwar sterbenslangweilig, aber es hilft beim Stromsparen. Scheiß Baustellen auf der A1. Muss ich mich aber outen. Ich bin Scooter-Fan und ich finde Scooter besonders geil, wenn die Autobahn frei ist und wenn man mal wie von Bremen nach Hamburg 6-spurig schön ballern kann. Das habe ich natürlich gemacht und wenn ich jetzt nach durchfahren würde nach Lübeck, würde ich mit 18% minus ankommen. Geht natürlich gar nicht. Ich habe es versaut und ich bin jetzt hier in Rade. In 200 Metern eine Kehrtwende machen. Ja. Du willst mich immer noch nach Lübeck leiten. Das ist auch eine dusselige Kuh hier. Jetzt eine Kehrtwende. Ja, ja. Oh, man hört es mal aus. Auf jeden Fall, was macht man, wenn man dann tatsächlich nicht mehr ankommen würde? Man sucht sich einen Supercharger. Und ja, ich habe schon gesagt, es sind 3 auf dem Weg. Also suche ich mir einen aus und den fahre ich jetzt an. Da lade ich ein bisschen, sodass ich weiterkomme.
So, ich sehe schon die ganzen Kommentare. Wie kann man nur Scooter hören? Leute, ich höre gern Scooter. Ich höre gern Rammstein. Ich höre auch gern, super gern, Depeche Mode, meine Lieblingsband. Und ja, jetzt sind wir angekommen in Radl. Und jetzt wollen wir laden. Upsala. Upsala. P. Abschnallen. Batterie schwach, wie immer. Und kein Mensch hier. Es regnet. Samstagabend. Ja, und von Lohne hierher nach Radl sind es exakt 150,7 Kilometer. Ich habe 1 Stunde 11 Minuten gebraucht und habe 282 Wattstunden pro Kilometer verbraucht. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin ein bisschen geballert. Und jetzt ist er hier wieder am Laden und wir schauen mal, was wir da gerade reindrücken. Ja, 91 ist schon ein bisschen mager bei 29% State of Charge, aber naja, ich weiß nicht, ich glaube, die Umgerüsteten sind alle ein bisschen schwach. Denn der in Holland, in Meurs, war nicht umgerüstet, den ich genommen habe, und der hat 108 kW geladen. So, schauen wir mal, wie weit müssen wir denn noch nach Lübeck? Mit 3% würden wir ankommen. Ja, mit 3% das Auto heute Abend wegstellen, dann komme ich morgen nicht weiter. Ich muss noch ein bisschen mehr laden und das mache ich jetzt auch und dann fahre ich ganz hoffentlich gemütlich nach Hause. Manchmal habe ich mich da nicht unter Kontrolle, da muss ich noch ein bisschen ballern. Macht ja so einen Spaß in so einem Auto, ne? So eine Leistung und Ruhe. Naja, Windgeräusche machen sie alle, ne? 5%. 5% scheint so eine magische Zahl zu sein hier im Tesla-Navigationssystem, denn diese 5% steht hier jetzt schon seit 10 Kilowattstunden. Ich habe 10 Kilowattstunden in der Zeit reingeladen und steht immer noch 5%. Das ist wahrscheinlich, und das ist mir schon öfter aufgefallen, so ein Sicherheitsding von Tesla. Das heißt, ich habe ja heute dreimal ein Ziel erreicht mit 5% Restreichweite. Das waren wahrscheinlich 8, 9 oder 10. Aber so hatten wir ein bisschen Buffer drin, ein bisschen Puffer, dass nichts schief geht. Und hier ist immer noch 5%. Guckt euch das mal an. Das ist neu, das ist mir noch nie aufgefallen. 19 Kilowattstunden habe ich schon reingekloppt. Und es sind immer noch 5%. Da hat Tesla sich was Neues einfallen lassen, glaube ich. Ich kenne das auch gar nicht. Ich hasse warten. Hier könnt ihr nochmal die Verbrauchskurve sozusagen sehen. Die letzten 50 Kilometer im Durchschnitt. 370. Das ist heftig. Und gucken, ob wir jetzt 6% und reingeladen haben wir 21. Ja. Nicht mit mir, mein lieber Tesla-Computer. Ein bisschen muss ich noch reinladen, weil ich habe heute keine Lust mehr zu laden. Ich will nochmal nach Hause. Meine liebe Arni wartet auf mich. Ich denke mal, ich mache 50%. Oder ich mache, bis er, jetzt hat er 93 kW, die er lädt, bei 70. Wenn er bei 70 ist, höre ich auf. Mal gucken. So, wir haben die Ladekurve sozusagen mit 70 kW erreicht. Das ist für mich dann so der letzte Punkt des Schnellladens. Wir haben jetzt 66%, 42 Kilowattstunden aufgeladen und kommen in Lübeck an mit 33%. Das reicht. Ich stöpsel ab und fahr weiter. Und wenn wir zu Hause sind, dann melde ich mich nochmal. Muss nur aufpassen. In Radl müsst ihr immer in der Mitte tanken. Laden. Nicht ganz außen. Denn da vorne lauert schon ein LKW. Der hat schon dreimal um die Ecke geguckt, der Fahrer, ob er denn hier stehen kann. Und jetzt muss ich aber weg. Also, und Radl immer mittig laden. Ja, ich musste wieder schnell fahren. Gerne so ein Porsche. Und der hat mich nicht gekriegt. Wahrscheinlich hätte er mich gekriegt, wenn er wollte. Aber er hat es nicht geschafft. Und von Hamburg nach Lübeck ist auch wieder sechsspurig. Ja, volles Pfund gefahren. Wieder ordentlich Prozent verloren, aber das ist halt Spaß. Das ist übrigens die neue Strecke für LKWs, die elektrifiziert werden. Die kriegen aufs Dach so einen Stromabnehmer, wie in meiner Straßenbahn. Und das ist hier zwischen Rheinfeld und Lübeck. Das ist meine Hausstrecke sozusagen. Da fahre ich jeden Tag zur Arbeit. Und ich bin mal gespannt, was da draus wird. Die Spedition Bode hier bei uns in Rheinfeld, die hat schon LKWs mit den Stromabnehmern. Und ja, schauen wir mal. Ja, das passiert ab und zu mal bei
Tesla-Fahrzeugen, dass der Bildschirm einfach schwarz wird. Ich habe es bei der heutigen Tour von den 1000 Kilometern nur einmal gehabt und zwar jetzt gerade kurz vor Schluss. Ich bin jetzt kurz, ja, ich bin jetzt gleich zu Hause in 5 Minuten, es ist 8:45. 1010 Kilometer bin ich gefahren. Ich habe jetzt leider vergessen, den Tageskilometerzähler auf 0 zu stellen. Da hätten wir auch sehen können, wie viel wir insgesamt verbraucht haben. Aber ich habe ja so ein paar Etappen euch gezeigt von den Verbräuchen her. Und da kann man sich das auch ein bisschen hochrechnen. Ist auch nicht so ganz so wichtig, denn ich fahre ja sehr, sehr unterschiedlich. Wenn es frei ist, fahre ich wirklich super schnell für einen Tesla. Und eben die ganze Zeit 220, 230 gefahren. Er pustet auch ordentlich vorne, kühlt die Akkus wieder runter. Das kann er von mir aus auch machen. Ist mir völlig wurscht. Ja, war für mich ein toller Tag. Ich hoffe, für euch war es auch einigermaßen interessant. Ich bin jetzt hier in der Stadt, fahre hier gerade mit 30 km/h durch so eine Baustelle durch. Mach mal Licht an. Jetzt ist es nämlich schon dunkel, weil wir schlechtes Wetter haben. Es regnet. Also eben hat es geregnet, jetzt ist schon wieder gut. Ja, wenn ihr auch euren Tesla verkaufen möchtet, dann kann ich euch dabei unterstützen. Wenn ihr einen kaufen möchtet, kann ich euch auch unterstützen. Und wenn ihr nur ein Gutachten haben wollt für den Zustand eures Teslas, das kann ich auch machen. Alles erfahrt ihr unter tesla@vodafonemail.de und demnächst auch mit einer Website. Den Namen gebe ich dann bekannt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Das vergessen oft ganz viele. Und, was wollte ich noch sagen? Da oben. Bestenfalls könnt ihr auch die Glocke abonnieren, beziehungsweise mich abonnieren. Und wenn ihr die Glocke dann drückt, kriegt ihr jedes Mal Bescheid, wenn ich ein Video hochlade. Ja, ich habe das Auto jetzt 5 Monate exakt heute. 2 Monate davon war ich in Amerika und in Asien. Insgesamt bin ich also 3 Monate gefahren und habe 33.000 Kilometer gefahren. Das sind 11.000 im Monat. Das hat mir im Moment 7.000 Euro gespart. Mein letzter Verbrenner war das der Bentley oder der Nissan? Ich glaube, es war der Nissan GT-R. Den habe ich so mit 14, 15 Litern gefahren. Und bei 1,50 Euro komme ich dann auf ungefähr 7.000 Euro bei 33.000 Kilometern. Also, das passt natürlich nur bei Free Supercharging. Und das habe ich noch in meinem Auto und das finde ich auch super. Und ja, das nochmal am Rande. Dann macht das Ganze noch mehr Spaß. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war ein Ofe mit Samstag. Ein Samstag mit Ofe. Schönen guten Abend, Dankeschön.